Hier war ja viel von Wirtschaft die Rede. Was ist denn Wirtschaft? Das, was wir Wirtschaft nennen, ist dazu da, Bedürfnisse zu befriedigen. Das vergessen wir oft. Wir brauchen Nahrung, Kleidung, Wohnung, Bildung, Gesundheitsversorgung. Das brauchen wir und das soll die Wirtschaft uns schaffen. Damit das funktioniert und dabei keine Gefahren entstehen, gibt es staatliche Regeln, Gesetze, die dafür sorgen, dass wir zum Beispiel keine gefährlichen Lebensmittel oder Medikamente kaufen müssen. Alles dieses wird von dem heutigen Neoliberalismus auf den Kopf gestellt. Alles soll der Wirtschaft, aber damit meinen sie nicht das Befriedigen unserer Bedürfnisse, sondern sie meinen den Profiten dienen. Das ist der Hauptinhalt der sogenannten Freihandelsverträge, die jetzt als TTIP, CETA und TISA in der Diskussion sind. Nach diesen Verträgen werden diese gesetzlichen Schutzregelungen als sogenannte Handelshemmnisse zur Disposition gestellt. Internationale Konzerne sollen das Recht erhalten, gegen demokratisch beschlossene Gesetze zu klagen und Schadensersatz für entgangene Gewinne zu erhalten. Bestimmte Bereiche sind bei uns in öffentlicher Hand, weil eben Gesundheit, Bildung, Umwelt nicht einfach dem Profitprinzip ausgeliefert werden dürfen. Der Vertrag TISA soll das in Frage stellen. Was einmal privatisiert wurde, wie zum Beispiel die Hälfte der Krankenhäuser in Niedersachsen, darf nie wieder in öffentlicher Hand übergehen. Unsere Regierenden haben alle geschworen, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Aber trotzdem sind sie bereit, diese Verträge zu unterschreiben. Dagegen wenden wir uns und rufen euch auf, in 4 Wochen, am 23. April, hier in Hannover dagegen zu demonstrieren, wenn Barack Obama bei seinem Messebesuch darüber noch einmal reden will. Aber was hat das jetzt speziell mit der Frage der Fluchtursachen zu tun? Wenn diese angeblichen Freihandelsverträge Wirklichkeit werden, und solche Verträge gibt es ja außer mit Europa auch mit Asien, dann werden nicht mehr 20%, sondern etwa 80% des Welthandels zwischen diesen wirtschaftlich stärksten Staaten der Welt abgewickelt werden, nach diesen Regeln. Das heißt, diese Regeln gelten dann für die ganze Welt, für alle. Das ist aber gerade für wirtschaftlich schwächer entwickelte Staaten ein ganz gefährliches Problem. Erinnern wir uns, als Deutschland im 19. Jahrhundert seine Industrie aufbaute, wurde die eigene Wirtschaft durch Importbeschränkungen gegen stärkere Konkurrenz, hauptsächlich aus England, geschützt. Diese Chance soll heute den Ländern des Südens verboten werden. Und das wird mit brutaler Gewalt durchgesetzt. Es gibt ja schon zweiseitige Abkommen, zum Beispiel zwischen der EU und einzelnen afrikanischen Staaten. Da gab es zum Beispiel vor kurzem Verhandlungen mit Kenia. Kenia war nicht bereit, den ausgehandelten Vertrag zu unterzeichnen, weil der gegen ihre Interessen ging. Was machte die EU? Sie setzte die Zölle für Produkte aus Kenia auf 30% fest. Früchte und Blumen vergammelten in den Lagerhäusern. Und dann war Kenia durchaus bereit, diesen Vertrag zu unterschreiben. Nennen wir das demokratisch? Unsere Wirtschaftsweise kennt keine Rücksicht auf schwächere Ökonomien. Unsere Konzerne drängen sich mit ihren Waren auf alle Märkte, denn im Kapitalismus muss jeder immer neue Abnehmer erobern. So können sich die wirklich wenig entwickelten Länder nicht weiterentwickeln. Und wir wundern uns das über Wirtschaftsflüchtlinge. In der afrikanischen Verfassung gibt es das Grundrecht auf das Streben nach Glück. Dieses Grundrecht sollten wir für alle Menschen auf dieser Erde einfordern. Wir laden euch ein, am 4. April führen wir unseren friedenspolitischen Arbeitskreis gerade zu diesen Fragen des Handels mit der Dritten Welt durch im Pavillon um 19 Uhr zusammen mit dem Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen und dem Flüchtlingsrat Niedersachsen. Danke. Ja, danke. Und Andreas Hartle, DKP. Ich möchte zur Ukraine sprechen. Es ist Krieg in Europa, in der Ukraine. Was war da 2013? Im November 2013 setzt der damalige Präsident der Ukraine, Viktor Janukowitsch, die Verhandlungen über das EU-Assoziierungsabkommen aus. Ein Abkommen, das nach dem Motto entweder die EU oder Russland gestrickt ist und das die deutsche Regierung besonders forciert. Darauf beginnen in Kiew Straßenproteste der vermeintlichen Pro-Europäer,
die nach kurzer Zeit nationalistische und antirussische Züge annehmen und zunehmend gewalttätig werden. Unter bis heute unklaren Umständen wird der gewählte Präsident gezwungen, das Land zu verlassen. Mit Hilfe von gut organisierten ukrainisch-nationalistischen und faschistischen Schlägerbanden mit dem rechten Sektor kommt die Regierung Jazenjuk Poroschenko mit starker Unterstützung der offiziellen deutschen und amerikanischen Politik an die Macht. Eine Regierung, die aggressiv gegenüber Russland agiert und innenpolitisch ein neoliberales Programm verfolgt. Diese Regierung ist gleichzeitig eine Vertretung der Superreichen in der Ukraine, der sogenannten Oligarchen. Eine Vertretung von politischen Kräften, vornehmlich in den USA und Deutschland, die die Ukraine zu ihrem wirtschaftlichen und politischen Hinterhof machen wollen. In vielen Städten der Ukraine kommt es zu Gegendemonstrationen, die sich den sogenannten Freiheitskämpfern und ihren antirussischen Hassparolen entgegenstellen. So auch im Mai 2014 in Odessa. Gerade an den Ereignissen in Odessa zeigt sich brutal, in welches Geisteskind die neuen Regierenden in Kiew und ihre rechte Basis sind. Mehr als 60 Demonstranten werden im Gewerkschaftshaus bei lebendigem Leibe verbrannt oder erschlagen. Diese ebenso einfache wie brutale Wahrheit dürfen wir nicht vergessen. Wir wollen auch nicht um den heißen Brei herumreden. Die Loslösung der Krim von der Ukraine und der Eintritt in der Krim des Eintritt der Krim in die Russische Föderation wäre ohne die Präsenz des russischen Militärs auf der Krim auf der Basis eines Stationierungsabkommens nicht zustande gekommen. Genauso unstreitig ist aber auch, dass dieser Schritt dem klaren Mehrheitswillen der Bewohner der Krim entspricht. Wir sollten hier Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Ohne den antirussischen Nationalismus in der Ukraine und ohne dessen kühl kalkulierte Unterstützung durch den sogenannten Westen hätte es dieses Vorgehen Russlands, das sich in seiner Sicherheit bedroht sah, nicht gegeben. Tragisch haben sich die Dinge vor allem im Osten der Ukraine, im Donbass, entwickelt. In dieser Industrieregion gibt es seit Jahrzehnten eine hinsichtlich der Nationalität vielfältig zusammengesetzte Bevölkerung, auch stark russisch geprägt. Sie lebt ohne nennenswerte Probleme zusammen. Ähnlich wie in Odessa gibt es im Donbass heftigen Widerstand gegen die neue Regierung in Kiew. Die Forderung nach mehr Eigenständigkeit innerhalb der Ukraine, nach Respektierung der russischen Sprache in Kultur und Politik, wurden durch die Regierung in Kiew mit dem Einsatz von Panzern und der Entsendung von faschistischen bewaffneten Formationen beantwortet. Anders als in Odessa kam es im Donbass zum militärisch organisierten Aufstand, der die Formationen aus Kiew zum Stehen brachte. In der Ostukraine entwickelte sich ein blutiger Bürgerkrieg, der durch die Abkommen von Minsk, garantiert durch Deutschland, Frankreich und Russland, nur in Form eines brüchigen Waffenstillstands gestoppt worden ist. Teile der ukrainischen Armee und die faschistischen Sondereinheiten haben einen andauernden blutigen Krieg zu verantworten, bei dem auch heute noch Zivilisten in den frontnahen Ortschaften bei Beschuss durch die ukrainische Seite sterben. Wir verlangen von der Bundesregierung, die über erheblichen politischen Einfluss in der Ukraine verfügt, dass sie sich für eine friedliche Lösung des Konflikts im Donbass durch die Umsetzung der Abkommen von Minsk einsetzt und nicht länger augenzwinkernd die Regierung in Kiew Krieg gegen die eigene Bevölkerung führen lässt. Es ist Krieg in Europa. Wir rufen alle friedliebenden Menschen in Deutschland auf, mit uns zu fordern, NATO und Bundeswehr raus aus Osteuropa, aus Syrien, dem Mittelmeer und Afrika, raus aus der NATO, NATO-Stützpunkte in Deutschland schließen. Frieden mit Russland, runter mit der Rüstung, rauf mit Investitionen für Soziales, Gesundheit und Bildung. Vielen Dank. Ja, danke schön. Jetzt Musik zur Erholung, damit die Gedanken sich so allmählich wieder sortieren können und wir dann bei dem schönen Wetter und ihr alle heute Nachmittag die Sonne genießen könnt. Jetzt aber
Musik und dann geht es nach Ostern weiter mit allen Vorhaben, die wir haben. Kommt zu unseren Veranstaltungen, macht selbst Aktionen. Wir alle müssen aktiv sein, damit wir endlich unser Ziel erreichen. Eine friedliche Welt, eine Welt, in der alle gerecht leben können. Eine andere Welt ist möglich. Das tragen wir jetzt in unseren Alltag. Schönen Dank, dass ihr da wart. Super, Sound ist schon mal da. Spiel jetzt ein Stück, kommt auch aus Westafrika, heißt Kaira und Kaira heißt Frieden. Al-Kaira, man darf gerne auch später mitsingen. Müssen uns hier nur noch erst ein bisschen auf der Bühne sortieren. Schön, dass ihr alle so lange durchgehalten habt. Schön, dass das Wetter mit uns durchgehalten hat. Hallo? Yeah.